Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von AZTV. Sie sind eine feste Größe im Haushalt des Landkreises Uelzen. Die Gelder, die zu zahlen sind, wenn bei Geschwindigkeitsübertretung der Blitzer reagiert. Wenngleich das Jahr noch nicht zu Ende ist, steht schon jetzt fest. In diesem Jahr werden die Einnahmen nicht die erhoffte Marke erreichen. Die Einnahmen werden deutlich unter 2,8 Millionen Euro liegen, heißt es dazu aus dem Landratsamt. Warum? Das lesen Sie morgen. Viele Bienenbüttler, die gerne das Café und Bistro Dorfgespräch in der Markthalle besuchen möchten, stehen vor verschlossener Tür. Am Fenster hängt ein Schild mit dem Hinweis, wegen Krankheit geschlossen. Laut Aussage von Loni Franke, Inhaberin der Markthalle, ist das Dorfgespräch schon seit über einer Woche dicht. Ein Ehepaar aus Bad Bevensen, das einen Gutschein einlösen wollte, musste empört davonziehen. Die Gründe, die lesen Sie morgen in der gedruckten AZ. Zum Schluss der Sendung wie immer ein Blick auf das Wetter. Hoch Otto macht auf seinem Weg nach Osten morgen über Norddeutschland Halt. Trotzdem kann sich die Sonne nur mit Mühe durchsetzen, weiß unser Wettermann Zaki. Je nach Sonnenanteil erreichen wir 6 bis 8 Grad. In der Nacht wird's mit minus 2 Grad ziemlich frostig. Das war AZTV für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich auch morgen wieder.